Mon ami, mon ami. Ist das französisch? Mon ami? Keine Ahnung, oder? Das könnte bestimmt französisch, also hört sich zumindest französisch an. 3, 2, 1. Ich grüße euch, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Leute, es ist mal wieder soweit. Mein zweiter Sprint to Glory Showdown. Und Leute, ey, ich schwöre es euch, genauso wie bei der ersten Folge, heute bei der zweiten, ich bin unnormal gehypt, weil ich dieses Format einfach abgöttisch liebe. Heute, mein Gast, und da freue ich mich mega, ist der liebe Leches. Grüße dich! Servus! Hi. Servus Jungs, ich bin der Chris vom Kanal Leches und ich freue mich extrem, hier bei Pato Gasch zu sein und ich freue mich mega drauf. Pato ist auch sehr gehypt auf das ganze Format, ja. Und deshalb würde ich sagen, ich übergebe wieder an dich. Ich will so schnell wie möglich das Duell hier beginnen. Jetzt heißt es wieder mal Noob vs. Pro, also ich bin immer noch, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber Leches ist auf jeden Fall ein absoluter Pro. Checkt unbedingt seinen Kanal aus, wenn ihr Sprint to Glory und die ganzen Sachen feiert. Ich habe ihm jetzt vorher gesagt, dass ich ein kleiner Fanboy bin und mir all seine Sprint to Glory dieses Jahr angeschaut habe. Das wusste er nicht mal. Zu krass, ich feiere seinen Kanal unnormal, ich feiere ihn als Person. Unser Verein ist heute Paris Saint-Germain. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hohes Transferbudget. Im Anschluss, Leute, schaut dann unbedingt, erster Link in der Videobeschreibung, bei Leches vorbei. Liverpool SCG Showdown, bin ich auch übertrieben gespannt. Aber, im Hintergrund seht ihr die Mannschaft, sieht eigentlich schon mega, mega geil aus. Man sieht aber trotzdem noch, die eine oder andere Position gehört verändert. Und Leute, wenn ihr das ganze Format feiert, wirklich, ballert alle möglichen Daumen nach oben, dann sehe ich, es kommt sehr, sehr gut bei euch an. Dann wird das weiterhin auf meinem Kanal präsent sein, vielleicht einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen. Ich bin ja eigentlich ein Ultimate Team YouTuber, aber wirklich, ich selbst liebe dieses Format. Trotzdem, eure Meinung ist mir sehr, sehr wichtig, daher Daumen nach oben, Feedback in die Kommentare. Vielen, vielen Dank. Mein Lieber, hast du noch etwas zu sagen? Ich bin gehypt. Ey. Viel mehr gibt's gar nicht. Ich habe richtig, richtig Bock auf das Duell. Auf ein gutes Duell natürlich. Ja. Und ich bin echt gespannt. Es gibt, glaube ich, einiges zu machen. Es gibt wirklich einiges zu machen. Da würde ich mal sagen, wir trennen uns. 20 Minuten genau. Counter. Und ja, ich würde mal sagen, let's go. 20 Minuten Timer. 3, 2, 1, let's go. Auf jeden Fall habe ich mir schon rausgefischt. Innenverteidiger gehört verändert, Außenverteidiger Torhüter. Aber ich werde mich auch noch um einen rechten Flügel kümmern und auch noch um einen neuen Stürmer. Ich sehe aber gerade zum Verkaufen gibt es jetzt nicht wirklich viel. Durch die 60% Erhöhung 290 Millionen Leute. Da können wir einiges verpflichten. Beziehungsweise meine Wunschspieler, die ich haben möchte. Einer davon ist Lewandowski. An und für sich, ich glaube, der ist auf dem Level mit Kane, den mir Dennis letztes Mal rausgesniped hat. Oh no! Er ist nicht zu verkaufen. Ja, dann Leute, bemühe ich mich um einen anderen geilen Spieler. Eden Hazard, der vor kurzem zu Real Madrid gewechselt ist. 107, 144 Millionen. Ich glaube, du willst mich ein bisschen flachsen. Für 114 Millionen Leute Eden Hazard. Jetzt muss er nur noch anbeißen. Also mit Gehalt und so weiter. 240.000, ja, 100.000 weniger ist okay. Eden Hazard, erster Neuzugang. Courtois kann ich ja gar nicht mehr verpflichten, aber ich glaube irgendwie so, dass er Oblak oder Lloris oder so im Kopf hat. Ich hoffe einfach, dass er Manuel Neuer ignoriert. Timer beginnt in 3, 2, 1, go. Das sind wir dann also direkt mit der Mannschaftsübersicht. 20 Minuten und wir müssen einiges machen. Vorerst will ich auf jeden Fall mal die Formation ändern und natürlich die Mannschaft anpassen. 4-3-3 offensiv. Ihr seht unsere Startformation im Hintergrund. Ihr seht aber auch, es gibt ein paar Schwachstellen. Die Außenverteidiger auf jeden Fall. Und im Zentrum will ich jetzt eigentlich einen Draxler hier haben. Das wird jetzt auch natürlich geändert. Also die Offensive ist natürlich krass, ganz klar. Aber es wird einiges passieren. Es gibt einen heftigen Umbruch. Ich weiß nicht, inwieweit ich Spieler verkauft bekomme. Ich werde mich auf jeden Fall dran setzen und euch natürlich gleich im Abstand alle Transfers vorschlagen. Und parallel bin ich auch echt mal gespannt, was Pato machen wird. Der erste Transfer ist also perfekt. David Alaba kommt vom FC Bayern München, vom deutschen Rekordmeister und verstärkt also unsere Defensive. Wird natürlich neuer Linksverteidiger. Da hatten wir mit Juan Bernat, finde ich, zumindest mal die größte Schwachstelle. Die Ablösesumme ist aber auch nicht gerade gering. Wir zahlen hier über 47 Millionen an Bayern. Über 83 Millionen Ablösesumme. Co-Produktion. Kimmich und Alaba, beide vom FC Bayern München, jetzt neu bei uns und beide quasi neu für die Außenverteidigung. Was ich vorhin gar nicht angesprochen hatte, war einen neuen Keeper. Ist natürlich auch
extrem wichtig. Wir haben zwar Areola, der hat aber nur eine 81 und deshalb wollte ich nachlegen und das wird jetzt auch gemacht. Ja, ich glaube knapp 43 Millionen Keylor Navas. Weshalb Keylor Navas? Hat ein gutes Rating, ist mal was Außergewöhnliches und ich glaube nicht, dass Pato den errät. Und auf der Torhüter-Position ist es halt extrem wichtig, dass man den Keeper behalten kann. Und von daher gehe ich jetzt einfach mal den Weg hier mit dem Nationalspieler von Costa Rica und dem ehemaligen Keeper von Real Madrid. Bezug ehemalig, weil er jetzt halt eben bei uns spielt. 26,6 Millionen blättern wir für den lieben Florenzi hin, Leute. Roll im Kader Rotationen ab. Bist du fertig? Wenn ich jetzt keinen Linksverteidiger finde, dann werde ich wahrscheinlich ihn links spielen oder so. Ich werde auf jeden Fall etwas machen mit ihm. Absender verpflichtet. Florenzi, perfekt. Scheiße. Ich habe vergessen, meine Spiele auf die Transferliste zu geben. Oh no. Ich habe nur noch 9 Minuten Zeit. Shit. Trapp verkauft 18,5 Millionen. Transferangebot Jesse 7,4 Millionen. 46 Millionen. Okay, Leute. 46 Millionen annehmen. Abfahrt. 3,5 Minuten. Wir müssen das Geld auf den Kopf hauen. Ich nehme einfach irgendwas an von denen. 50 Millionen Crystal Palace für Draxler. Bitte irgendwas. Nehmt ihr, irgendjemand soll den annehmen. Draxler verkauft. Sehr, sehr geil. Trainingsverletzung nicht so geil. So, Di Maria haben wir auch Scheiße, das war Di Maria, nicht Draxler. Nein, ich habe Di Maria und Draxler verkauft. Nein, ich bin so dumm. Bei Toni Kroos habe ich den ganzen Vertrag jetzt einfach mal delegieren lassen, um vielleicht ein bisschen was sparen zu können, denn die Ablösesumme beträgt 118 Millionen. Das ist wirklich unglaublich, Jungs. Bei einem Marktwert von nur 66 zahlen wir beinahe über das Doppelte. Aber es ist eine richtig geile Verstärkung für unsere Mannschaft von Real Madrid. Jetzt zu uns. Also, zweimal Bayern, zweimal Real. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Der vierte Neuzugang. Ich wollte noch einen neuen Spielmacher. Einen neuen Zehner. Christian Eriksen kommt also von den Tottenham Hotspurs und komplettiert damit unsere Transferphase. Die Ablösesumme war auch extrem hoch. Viel Geld haben wir nicht mehr übrig. Von daher wird jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr passieren. Der dänische Nationalspieler bekommt 220.000 pro Woche und wir überweisen den Spurs 86,5 Millionen, wobei sich das im Verhältnis zum Marktwert auf jeden Fall noch im Bereich hält. Bedeutet, ihr seht nochmal die Übersicht von allen gekauften Spielern. Toni Kroos, ihr seht die Ablösesummen, David Alaba kam, weiter geht's mit Kimmich. Dann haben wir hier Keylor Navas und wir haben Christian Eriksen und zugleich auch kaum noch Geld auf dem Konto. Wir haben eine richtig starke Mannschaft, wie ich finde. Wir haben die Transferphase abgeschlossen, aber um uns die ganzen Transfers haben leisten zu können, mussten wir auch ein paar Spieler verkaufen. Welche das waren, seht ihr jetzt im Hintergrund. Julian Draxler ging für 48,8 zum FC Liverpool, Meunier für 28 zum AC Milan und dann noch Di Maria zum FC Everton für über 50 Millionen. Das war's. Viel mehr ist nicht passiert. Die anderen sind alle Transfers zu uns und von daher hat sich das eigentlich alles ganz gut zusammengefügt, würde ich behaupten. Denn ich schau mal auf den Timer. Wir haben noch immer über 6 Minuten Zeit. Ich denke, Pato wird noch mitten in der Kader... Cut. Nö. Ich denke, Pato wird noch mitten in der Kaderplanung sein, wo wir schon fertig sind. Also ein paar Neuzugänge, 5 an der Zahl. Ich bin zufrieden. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal drauf, was Pato gemacht hat. Ich bin so dumm. Richtig. Ich habe keine Zeit mehr. Ich zeige euch kurz, was ich verpflichte zu versuchen. Probier's wieder mit Chiellini. Nein! Nein! Ja, scheiß drauf. Ich hab verkackt. Leute, ich muss den jetzt... In unter einer Minute muss ich den jetzt verpflichten. Den wollte ich niemals verpflichten. Koulibaly wollte, war mein Ziel, aber ne. Ne. 70 Millionen für Godin. Halt's Maul einfach, Pato. Ihr bringt mich wahrscheinlich, ihr reißt mich auseinander in den Kommentaren. Wie im letzten Teil, als ich Sancho einfach für ihn einen Spottpreis verkaufen wollte. 70 Millionen, Alter, für einen, wo sein Vertrag ausläuft, Leute. Sein Vertrag läuft aus. Ich wollte euch das nur noch mal kurz erwähnen und ja, ich hoffe, dass ich das noch schaffen werde. Last Minute, Leute, Godin, okay, wir haben sehr, sehr viel verpflichtet, außer den Linksverteidiger nicht. Ach, Alter, ich habe so viele Schwierigkeiten gehabt, schon wieder. Ganz ehrlich, bei mir lief es verhältnismäßig ziemlich schnell. Ja, ich hab mich schon geärgert, dass du schon wieder fertig bist. Ich dachte, das ist nicht sein Ernst, dass der mich da jetzt schon anschreibt. Ja, es ging ziemlich schnell. Doch. Gott, warte, ich werde noch ganz kurz die Startelf verschieben. Ich bin erst gefühlt bei der Hälfte draufgekommen, dass ich noch meine Spiele verkaufen muss. Ich habe nicht weiter geskippt. Ich habe so viel Blödsinn gemacht. Man merkt einfach, ich bin ein absoluter Anfänger. Aber. Scheiß drauf. Ja, aber. Wie viele Spieler hast du denn gekauft?
5. Ich hab 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab auch 5. Also Jungs, hier sind wir dann. Ja, es geht jetzt um Spieler snipen. Ich hoffe natürlich, ich treffe bei Pato jemand. Es gibt 3 Versuche und ich will dann direkt mal loslegen. Du bist ready? Ja, ich bin ready. Okay, alles klar. Also, PSG, ich denke, es ist kein Geheimnis, dass die Defensive auf jeden Fall ein bisschen verbessert werden muss. Und ich habe da jetzt explizit an die Außenverteidiger gedacht. Und um rechts anzufangen, dachte ich vielleicht, ja, mit Kimmich ist es vielleicht etwas zu offensichtlich. Und deshalb dachte ich vielleicht Manchester City mit Kyle Walker als Rechtsverteidigung. Soll ich die anderen direkt durchmachen? Ja, mach die direkt durch. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ja, zum einen Rating, zum anderen aber auch Erfahrung, ein Routinier. Marcelo vielleicht von Real Madrid auf der Linksverteidigerposition. Und ich dachte nochmal so einen richtigen Kracher auf der 10. Kevin De Bruyne womöglich auch von Manchester City wie Kyle Walker davor. Das sind meine 3 Picks. Keinen einzigen. Meine Neuverpflichtungen sind Manuel Neuer, Godin, den ich nicht haben wollte. Ich erkläre dann gleich warum. Marco Reus, habe ich die Ausstiegsklausel gezogen. Und okay. Eden Hazard. Oha. Gut. Krass. Yes. Okay. Jetzt bin ich dran. Und ja, auch ich bin bei der Verteidigung. Ich glaube, dass du einen Torhüter verpflichtet hast. Und da werde ich jetzt mal Lloris sagen. Dann sage ich, dass du Sandro genommen hast und Ramos. Ja, also, du hast tatsächlich auch keinen erwischt bei mir. Aber ich muss gestehen, ich habe an Sergio Ramos gedacht. Ich habe aber dann im Endeffekt den Gedanke sofort wieder verworfen. Ich habe aber auf der Außenverteidigerposition nachgelegt, und zwar zweimal von Bayern. Zum einen David Alaba, zum anderen Joshua Kimmich. Ja, das sind beide Außenverteidiger. Im Tor bin ich tatsächlich komplett experimentell unterwegs. Und zwar habe ich Keylor Navas geholt von Real Madrid. Stark. Weil ich dachte, 87er Rating, schon etwas älter, aber für eine Saison wird es auf jeden Fall reichen. Und ich habe gedacht, da kommst du nicht drauf. Ja, hat auf jeden Fall gepasst. Im Zentrum noch auf der 8 Toni Kroos, 118 Millionen Ablösesumme von Real Madrid. Und auf der 10 ein Spielmacher mit Christian Eriksen für 86,5 von Tottenham. Und das sind meine 5 Transfers. Krass, auch ultra stark. Oh mein Gott, das sind krasse Teams. Obwohl, ja, definitiv. Deins ist von dem Rating her viel, viel besser. Ihr Außenverteidiger alleine schon Toni Kroos. Wow. Ja, wobei ich glaube, die Erfahrung allein in deinem Team könntest du da definitiv machen. Also ich bin mal gespannt. FIFA hat alles jetzt in eigener Hand, sage ich mal. Ist echt so. Ich hoffe einfach nur die Bank. Hast du Cavani? Hast du den noch? Ja. Ja, Cavani spielen. Wollte ich aber eigentlich verkaufen und durch Lewandowski tauschen, aber es kam kein Angebot rein. Ach, ich wollte auch Lewandowski kaufen, aber der war unverkäuflich natürlich. Okay. Dann habe ich es auch probiert. Nein. Ja, ist super. Keine Chance. Ja, perfekt. Okay, Leute, dann ein kleiner Cut für euch und ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also, bis gleich. So, Leute, 1. Januar 2019. Ich bin jetzt übelst gespannt. Oh. Bist du bereit, mein Lieber? Drücken wir auf Kreis. 3, 2, 1, Abfahrt. Und... Okay, und? Welcher Platz bist du? Ich bin 1. Scheiße, ich bin 2. Wie viele Punkte? 6 Punkte Rückstand. Und wie viel hast du insgesamt? 36. Was? Du? Und du? Ich hab 48. Was? Monaco hat 42 Punkte als Führender. Oh. Okay, ich hab nur eine Niederlage. Ich hab 40 zu 10 Tore. Ich hab 5 Punkte Vorsprung auf San Etienne. Also bis dahin läuft da eigentlich alles ziemlich komfortabel, würde ich behaupten. Oh mein Gott. Und das nächste ist Trophäe Champion, oder? Trophäe oder genau. Nationale? Können wir Trophäe de Champion, wenn du möchtest. Okay. Da bin ich Sieger. 1-0. Ich habe 1-0 gewonnen gegen Monaco. Ich habe 2-1 gegen Monaco gewonnen. Coupe Nationale. Mhm. Oh. Geht erst los. Da sind wir erst später drin, als weil wir erstligisch sind. Gott sei Dank. Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue. Bin ich weiter im Viertelfinale? Warte, steigen wir erst ein im Viertelfinale, okay. Nee, ich bin in Runde 2 schon gewesen. Ich auch gegen ihn. Okay. Ja, aber das war dann auch meine einzige Runde. Okay, Viertelfinale sind wir weiter. Was ist dieses Relegation? Das geht uns nichts an, oder? Das geht uns nichts an, genau. Wir können auf Champions League direkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin weiter zum Glück. Oh, ich auch. Oh mein Gott. Als Zweiter. Ich erster, keine Niederlage. 5 Siege, 1 Unentschieden. 2 Niederlagen habe ich. Ich bin mit 10 Punkten weiter. Liverpool und 16 Punkte. Ja, ich habe 16, Liverpool 13. Wer ist dein Gegner im Achtelfinale? Atletico. Oh, oha, ich muss gegen Rom. Boah, ist auch
Okay, du hast ja quasi freilos schon fast. Ja, oh, so mehr oder weniger, ja. Ich glaube, ich werde hart verkacken, Leute. Dann ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. 10 Minuten haben wir jetzt, ne? Okay, jetzt sehe ich es gerade. Mbappé und Marquinhos ist verletzt bei mir. 10 Minuten Timer, 3, 2, 1, go! Let's go, Alter. Ach, Leute, ich muss unbedingt irgendwie Atletico schwächen. Cavani, Real Madrid bietet. Okay, da verhandeln wir. Ja, 72 Millionen, Abfahrt, komm, Cavani. Ich habe so viel Geld, aber alle sind gewechselt. Das ist Katastrophe heute. Außenverteidigung waren wir viel zu dünn besetzt, Leute. 57 Millionen. Jordi Alba, da habe ich wenigstens einen Neuzugang. Perfekt. Jetzt habe ich nicht mal mehr eine Ersatzstürmer, Leute. Meine Transferpolitik war dieses Mal extrem schlecht. Timer beginnt in 3, 2, 1, go. Ja, Jungs, hier sind wir dann. Ja, Ferrati, Groß sind leider beide verletzt, aber viel Geld haben wir nicht. 18 Millionen. Und ich würde sagen, das Geld investieren wir aber trotzdem im Transfer, dass man auch noch auf jeden Fall nachher Grund hat, dann zu snipen, also einen Spieler rauszupicken. Ich werde keinen mehr verkaufen. Ich werde, glaube ich, einfach noch einen Ersatzstürmer holen. Da hätte ich Bock drauf, denn mit Choupo-Moting ist das nicht unbedingt die beste Wahl. Und ansonsten aber bin ich ziemlich zufrieden. Also das Team sieht, wie ich finde, zumindest richtig gut aus. Und deshalb heißt es jetzt noch einen Ersatzstürmer finden, vielleicht im Tauschgeschäft mit Choupo-Moting. Und den stelle ich euch jetzt gleich vor. Ich wollte einen Ersatzstürmer und den bekomme ich jetzt auch. 12,6 Millionen, viel mehr kann nicht passieren. Ich wollte Modest, ich wollte Gamero, ich wollte Gefühl komplett Europa, was die Stürmerposition angeht, in Bezug auf, dass es auch natürlich in das Beuteschema passt. Ja, alle waren irgendwie kürzlich zum Verein gewechselt oder der Verein wollte den nicht abgeben. Hulk kommt jetzt also, 12,6 Millionen neuer Stürmer von Shanghai und damit also zurück nach Europa. Ich bin extrem gehypt auf ihn. Ja, ich werde ihn natürlich selber jetzt nicht spielen, ihr wisst Bescheid, aber er wird auf jeden Fall unser Ersatzstürmer und ich denke, das könnte ganz, ganz viel wert sein. Ja, 1 Minute 14, ich habe leider auch gar keine Zeit mehr. Ich wollte an und für sich Atletico schwächen, aber Cavani war halt zu günstig, Griezmann ist zu teuer. Mit diesem Rumpfkader, oh mein Gott, ich werde sowas von verlieren. Die erste Folge gegen Dennis war nur Glück anscheinend. Sehr, sehr schade. Ich ärgere mich selbst, aber ich habe da noch eine Chance auf den Kanal von Chris. So, Leute. Ja, wir sind jetzt zurück. Chris war sehr, 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 sehr schnell fertig und ich natürlich wieder bis zur letzten Minute. Wie viele hast du neu verpflichtet? Tatsächlich nur einen. Ich habe auch nur einen verpflichtet. Du kannst schießen. Okay, also ich dachte, es wird vielleicht nochmal etwas spektakulärer. Ja, also vielleicht, du hattest Cavani auf der Bank. Habe ich jetzt, glaube ich, noch richtig im Kopf, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und ich dachte, ja, vielleicht verkauft man ja den. Ich wusste nicht, wie viel Geld du noch hast. Von daher kann es auch sein, dass es nicht ganz ein Budget ist, was jetzt mein Vorschlag ist. Aber ich dachte, du gehst eventuell mit Luis Suarez neu auf der Stürmerposition mit so einer richtigen Maschine. Das wäre mega, mega gut. Ich wollte, ich habe Cavani tatsächlich verkauft. Okay. Aber mir das Geld gefehlt. Ich wollte Atletico schwächen und wollte mir Griezmann holen. Okay. Aber letztendlich habe ich gar kein Geld für einen Offensivspieler gehabt. Ich wollte Kanté haben, zu teuer, Groß, zu teuer. Habe dann aber trotzdem Geld in die Hand genommen für einen Außenverteidiger. Und das ist Jordi Alba. Oh, okay. Neuer Linksverteidiger. Ja, weil beide hatten ja nur 82. Deswegen muss ich mich da verstärken. Dafür habe ich keinen Backup-Stürmer mehr. Keinen heftigen. Nur noch Choupo-Moting. Boah, ich habe total verkackt. Ich habe so verkackt. Oh. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, du hast ja auch noch einen Pick bei mir. Ja, ich glaube, du hast dich im Mittelfeld verstärkt, weil Toni Kroos eben verletzt ist. Ich sage jetzt mal, du hast dich für Busquets entschieden. Okay, also prinzipiell ist es eine echt gute Idee und eigentlich hätte man das auch machen können oder machen müssen. Aber ich vertraue einfach mal auf Paredes und Nkunku, die dann natürlich für die verletzungsbedingten Spieler reinkommen. Ich habe gedacht, hey, ich habe noch 18 Millionen, viel mehr ist eh nicht drin, ich habe einen Ersatzstürmer geholt. Ja, ich habe überall probiert. Guignol, Gamero, Modest, es hat nichts funktioniert. Ja, weil es zum einen vom Geld her nicht gereicht hat oder halt eben der Spieler frisch zum Verein gewechselt ist. Und deshalb ist im Endeffekt Hulk geworden. Also brasilianischer Bulle, ja, eine absolute Maschine. 12,6 Millionen, 79er Rating, kann auch im Sturm spielen und ist anstelle von Choupo-Moting jetzt mein Ersatzstürmer. Ach, wollte sich eine Legende. Teamkollege, neuer Teamkollege von Marco Nordwich. Genau. Oh, ja. Sehr, sehr stark. Oh mein Gott. Okay. Also ich muss noch einiges aufholen. Alleine schon in der Liga, jetzt gegen Atletico. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich noch dieses Anfängerglück habe wie gegen Dennis. Mhm. Da würde ich mal meinen, wir simulieren, glaube ich, bis zum 5. Juni oder so irgendwas. Ja, genau. Dann hätte man da, falls es ein Finale geben würde, das schon mit übersprungen. Ja, Leute. Also, jetzt skippen mal durch.
und wir sehen uns dann gleich wieder. Der angekommen, 5. Juni 2019. Und ich würde mal meinen, gehen wir auch zurück, oder? Ja. 3, 2, 1. Oh, okay. Du bist sicher Meister. Ja, 91 Punkte. Und du klingst nicht ganz so begeistert. Ich bin zweiter Platz mit 74 Punkten. Aha. Aha, das okay. Das ist nicht so geil. Wie viele Punkte habe ich dann? Ich hab 91 und habe 9 Punkte auf Saint-Étienne und 15 hier auf Montpellier. Ich habe aber nur eine Niederlage in der kompletten Saison. Echt? Ich habe 5 Niederlagen. Okay. Ach, so bitter. Wie viele Punkte haben wir da jetzt mal? Du hast 18. Mhm. Ich habe 19 in der Liga. Okay. Okay. Weiter geht's, gehen wir auf den nächsten Wettbewerb. Trophäe Champion ist klar, aber lassen wir eh außen vor, würde ich sagen, lassen oder? Lassen wir aus, ja. Coupe National. Habe ich bis ins Halbfinale geschafft. Okay, ich habe auch bis ins Halbfinale und bis ins Finale geschafft und tatsächlich zum Sieg. Ja, ich habe gewonnen auf jeden Fall. Dann können wir da rechnen an Punkte. Wann sind wir eingestiegen? Runde 2, beziehungsweise Runde der letzten 32. 1 Punkt, Achtelfinale 2 Punkt, Viertelfinale 3 Punkt, Halbfinale 4. Finale nochmal 2, bin ich bei 6 und du müsstest bei 4 sein? Ja. Okay, aber jetzt warte mal ab, nächster Wettbewerb kommt auch noch. Ich habe ja schon ein bisschen gespoilert, während wir gequatscht haben während der Simulation. Ich bin ja schon früh rausgeflogen. Ich habe das Finale verloren. Oha, im Coupe de la Ligue? Ja. Oha, gegen? Gegen Stade Reims. Das ist echt? Das Zweitligist oder so sein, ne? Oha. Also, diese Karriere läuft gar nicht bei mir. Oha, okay. Aber du hast trotzdem mehr Punkte. Ich habe keinen einzigen Punkt, weil in Runde 2 war bei mir direkt Endstation. Okay, dann kriege ich bei Runde 2 einen Punkt, Achtelfinale auch einen Punkt, Viertelfinale auch einen Punkt, Halbfinale auch einen Punkt und Finale kriege ich auch noch einen Punkt, ne? Ja, soweit ich weiß, oder? Ich glaube, beim Sieg gibt es Doppelpunkte. Genau. Ja. Dann habe ich 5 Punkte. Okay, Champions League. Wie sieht's aus bei dir? Ja, ich muss gestehen, ich bin gegen den Champions-League-Sieger ausgeschieden. Ja, Champions-League-Sieger ist Dortmund tatsächlich. Ich habe im Achtelfinale gegen die Roma noch ziemlich deutlich gewonnen, 4-1. Und Viertelfinale war schon Endstation gegen BVB. Soll ich dir was sagen? Bei mir war auch im Viertelfinale Endstation gegen Liverpool. Ich habe zum Glück Atletico rausgeschmissen. Oha, das heißt, wir bekommen nochmal für die Gruppenphase 2 Punkte und fürs Achtelfinale nochmal 2. Also jeder 4. Jeder 4, genau. Okay, jetzt kommt der Trainer des Monatspreis. Oh ja. Wenn ich da einen Punkt habe, bin ich schon stolz auf mich. Wie viel hast du? Oha. Ich habe 5 Trainer des Monatspreises. Ach du Scheiße. Ich habe einen. Oha. 5. Ich hatte noch nie 5. Das geht doch gar nicht. Ich bin gerade sprachlos. Also ich glaube, Dennis wird für 5, also no front, Dennis, du weißt Bescheid. Dennis wird für 5 Trainer des Monatspreises 5 Showdowns brauchen. Ja, ich glaube auch. Wobei, bei mir hat er 2000, hat er gesagt. Ach so, ja gut. Ja, bei Dennis, da verfolgt hier der Trainer des Monats so ein bisschen, ja. Also. Oh, ich rechne mal kurz zusammen. Ja, 22, okay. 27, 31, 32 Punkte habe ich. 19, 25, 29, 34 Punkte hast du. Ja. Oh, ich dachte, das ist so richtig krass, aber ich habe nur 2 Punkte gerade mal verloren. Ja, du hast halt den Pokal gut nachgeholt. Champions League waren wir beide gleich auf. Eigentlich nur der eine Punkt in der Liga. Okay, einen Punkt kann man kompensieren. Ja, und dann halt nochmal in dem einen oder in dem anderen Pokal. Ja, es ist... Trainerpreis verloren. Scheiße. Ja. Aber nur weil ich 5 habe, stell dir mal vor, ich hätte 3 gehabt, was ja komplett legitim wäre. So. Boah, das wäre zu krass gewesen. Ja. Trotzdem, ich meine, ich muss echt sagen, ich habe diesmal wirklich irgendwie verkackt, keine Ahnung. Ich wusste, diese 20 Minuten nicht gescheit einzusetzen, weil ich am Anfang schon mal vergessen habe, meine Spiele zu verkaufen und keine Ahnung. Ich habe es ja zum Glück schon am Anfang gesagt, Pro versus Noob. Aber ich bin, muss ich schon sagen, zufrieden, dass ich gerade mal mit 2 Punkten verloren habe. Huff! Trotzdem GG, hast mega geil gemacht. 5 Preise des Monats muss man erstmal erreichen. Ja, und das ohne, dass ich irgendwas gemacht habe, gell? Ja, ich muss aber sagen, irgendwie habe ich mir mit Dortmund leichter getan als jetzt mit PSG. Keine Ahnung warum. Weil, ja, das war tatsächlich schwierig, ja, muss ich auch gestehen. Ja, weil PSG hat zwar viel, viel mehr Gehalt, so keine Ahnung, kannst halt viel, viel mehr Spieler hast du da im Kopf, aber ja. So gerade so diesen Mittelsektor, weiß nicht, gibt's halt viel, viel
geilere Spieler, so, die man auch um einen viel, viel besseren Preis verpflichten kann. Und ja, bei mir war es ja bei BVB, dass ich ja auch im Champions League-Finale war. Das war krank. Aber, Leute, ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, pusht wirklich den Daumen nach oben, dann sehe ich echt, euch gefällt das. Und dann wird das auch ein weiteres Mal oder weitere Male auf meinen Kanal kommen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch, dass der Christel Lechers am Start war. Wenn ihr wollt, dass nochmal der ein oder andere Showdown, also für mich wird es auf jeden Fall die Revanche sein, auf meinem Kanal sein soll, also dass er wieder, dass ich ihn wieder einlade, dann schreibt es in den Kommentaren. Mir hat es übel Spaß gemacht. Ich weise euch nochmal darauf hin, erster Link in der Videobeschreibung. Da geht es zum Rückspiel quasi, zur Revanche. Mein Lieber, ich überlasse dir das letzte Wort, meiner Community. Und deiner Community wünsche ich mal einen schönen Tag. Winke, winke, schönes Wochenende. Ciao! Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Pato hat schon angesprochen, es war mega, mega geil. Und ich glaube, es harmoniert auch ganz gut. Also ich würde sehr, sehr gerne auf jeden Fall auch eine Revanche sehen. Und es war unfassbar spannend. Ich hoffe, dass es bei Liverpool genauso spannend wird und dass das Ganze noch weitere Male auf jeden Fall kommen wird. Und ansonsten, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, Jungs. Und ich würde sagen, wir sind dann soweit ready. Wir sind raus und einen schönen Tag, ein schönes Wochenende auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ciao, ciao.